Ouais, comme ça. Et pas moi, dans j'ai, sa... bah, moi, j'ai le guide, non? C'est trop devant sa figure, Thomas, je vois plus. Voilà. Voilà. Otto, Otto, voilà. Voilà. Regardez-moi, regardez-moi, Otto. La tête est morte. Nous sommes la tête en clic, clic, clic. Non, allez, Thomas, non. Reste debout, Thomas. Ouais. Marquez ce geste logique, la tête est morte. Regarde ce que je vais expliquer. La tête est morte, la tête bien comme ça. Thomas, haltez ce lapin, haltez ton tête dans la main. Et puis voilà. Et toi, avec ça, tu mets ton bâton dessus comme ça, ok? Et puis papa est étonné parce que c'est formidable ce que tu veux voir. Bougez pas. Voilà. Voilà. Alors on le fait, Thomas. D'accord, on pleure. Hey, regarde-moi, je t'ai pas discuté. Je t'ai pas discuté, moi aussi. Hein? Tu m'as été gentil? Bon, ouais, maman, elle s'est fait un peu pas. Et les photos, c'est pas... C'est très difficile. Otto? Das darf doch nicht wahr sein! Hey! Ich hab doch gleich das ganze Studio zusammen! Bitte den Steckbrief! Ich muss da eingreifen! Otto? Das ist der wohl komischste Magier der Welt, Otto Wessely. Er schaffte es ein Jahr lang ununterbrochen in Las Vegas aufzutreten und ist ständiger Gast im Pariser Crazy Horse. Seine Karriere begann 1963 im Wiener Prater und schon dort erkannte er, dass mit Zauberei allein nicht das große Geld zu machen ist. So verband er seine Zaubertricks mit Clown-Elementen, Tanzschritten und Pantomime. Der Erfolg gibt ihm recht. Otto Wessely bekam 1982 beim Weltkongress der Zauberer den ersten Preis. Zurzeit ist der trottelige Tollpatsch mit seinen Zaubertricks im wiedereröffneten Ronacher zu sehen. Ob ihm die dort endlich gelingen? Da soll es doch irgendwo eine Showtüre geben. Wo soll ich denn von der Showtüre rauskommen? Der Divan ist auch da. Was? Wo ist der Divan? Was? Hier. Hier, wo? Thomas! Das ist der Thomas! Thomas, der Nachwuchszauberer. Ich bin gut, dass du da bist. Das ist der Thomas? Pass auf, komm her. Thomas! Thomas kann auch schon zaubern. Setz dich doch! Der kann auch zaubern, der kleine zaubern. Thomas? Mickey Maus ohne Farbe. Mickey Maus ohne Farbe. Zauberbeschwörung. Ich traue ihm nicht.
kann ja heiter werden. Also, jetzt kommt unser... Die sind ja alle zwei so fürchterlich. Das darf doch nicht wahr sein. So. Na, warte. Das kannst du auch haben. So. Otto? Mhm. Ist dir schon aufgefallen, dass wir zwei uns ziemlich ähnlich schauen? Na, überhaupt nicht. Doch, du hast auch so hübsche Zähne. Ach so? Weißt, die Zähne gehören für den chinesischen Zaubertrick. Ach, was passiert denn jetzt? Ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus. Ah. Oh. Ah! Kennst du schon mein Hasi? Darf mein Hasi heißen? Ha? Ist das toll? Applaus, Applaus, das war lustig, toll, meine ich. Kennst du? Sag Thomas, kennt der Konfetti schon unser Hasi? Schlechter wie meinem. Oh, na, der geht schon gut. Wo ist denn deiner? Da. Das ist ja mein Hasi. So, jetzt komm aber ich dran. So. Also, bevor jetzt irgendwer auf die Idee kommt, dass du vielleicht so ein richtiger Tollpatsch bist, verrate ich den Knackenden, dass das natürlich alles nur gespielt ist. Ist das nicht ziemlich schwierig, immer den dummen August zu spielen? Du, das spiele ich gar nicht so viel. Nicht? Bist du wirklich so? Naja, wir machen da den Showteil, dann wirst du schon sehen. Ja, da freue ich mich schon drauf. Bitte, bitte noch 4 Minuten 30 Sekunden langweiliges Interview machen. Ach so? Du bist doch auf der ganzen Welt furchtbar schrecklich berühmt. Na, nur so. In Österreich hört man so wenig von dir. Wie kommt denn das? Na, jetzt wird man schon mehr hören. Wir sind im Ronacher. Da komme ich auch hinzuschauen. Ja, wir sind noch da bis 12. Dezember. Und da kann man unter jeden Tag ausverkauft, aber du bist eingeladen. Wirklich? Eingeladen und dann schau dir die Show an und dann wird man in Österreich ein bisschen mehr sprechen von den Artisten und von den Zauberern. Das hoffe ich auch, weil mir gefällst du. Wie heißt denn dein Hase? Ja. Oh. Mein Hase heißt Horst Hildegard und deines? Was, dein Hase ist aus wo? Mein Hase heißt Horst Hildegard. Und meiner heißt Idiot. Das ist aber nicht nett. Bist du kein Hasenfreund? Nein, ich bin auch ein Idiot. Oh! Und das ist der Oberidiot. Ich bin nicht getraut, das zu dir zu sagen, dass du ein Idiot bist. Du Idiot. Idiot. Ah, jetzt krieg ich's wieder. Ronacher bezahlt ganz gut dafür, dass man Idiot ist. Ja? Sag mal, bist du so wie die meisten großen Komiker im Privatleben auch ein trauriger Mensch? Sehr traurig. Kannst gar nicht ausfallen an der Traurigkeit. Oh, la, 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 la. Ist das schon wieder los? Kummer. Thomas, kannst du deinen Papa nicht festhalten, fesseln, knebeln und... aufhören, ich sag ja, Igitt. Thomas, das darfst du nicht machen. Sag mal, Otto, nein, Thomas, das darfst du nicht machen. Jetzt, nein, hör auf, Weißt du, wie teuer das Sofa war, du Knackente? Ich krieg doch nie wieder ein neues. Och, das gibt's doch nicht. Was macht er denn jetzt schon wieder? Wir sollen doch hier ein ernstes, seriöses Interview machen. Und noch nicht sowas. Ich muss nur Kopfhäuser durchhauen jetzt. Wichse. Jetzt ist aber Schluss. Schluss, jetzt komm ich wieder dran. So. Okay. Otto? Ja? Jetzt ganz ernsthaft, ist der Thomas, ja? Schluss! Sonst bekommst du Hausarrest. Oh ja, du musst ist beim Ort klar? Bleiben. Und keine Bonbons mehr und nie mehr Fernsehen. Und wenn er schlimm... Oh nein. So. Wenn er schlimm ist, muss er einen Tag lang Fernsehen.
Ja, wenn das sehr